Die Feuerwehren wurden alarmiert, so ein Garagenbrand in die Stoppler Straße. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stellte sich heraus, dass der Garagenbrand auf das Wohnhaus übergegriffen hat und somit ein Vollbrand entstand. Es wurden nachweislich große Kräfte nachalarmiert, die dann im Umfang Löschangriff dieses Feuer ausmachten. Das ist ziemlich verwinkelt davor aus. Das heißt, jetzt müssen erstmal die kleinen Blutnässer und Brandnässer, die in den Ecken sitzen, noch mit Atemschutzdruck gelöscht werden. Ja, die Besonderheit war am Anfang, dass die Wasserversorgung schlecht war. Man musste erst die Wasserversorgung von weit her holen, aber danach, als die Wasserversorgung gestanden hat, dann funktionierte es. Ja, das hat eine Gasflasche und Fahrgasflasche, die wurden rechtzeitig rausgeholt, die sind aber nicht abgefackelt und nicht aufgegangen. Soweit mir bekannt ist, sind das zwei Bewohner, die jetzt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sind.